Moin, hier ist Horst. Ich grüße euch auf meinem Kanal und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um meinen Works Landroid L2000 WR155E, der für 2000 Quadratmeter Rasenfläche geeignet ist. Ich habe in meinen vorangehenden Videos über unseren Works schon berichtet. Nun ist wieder ein Jahr vergangen und ich möchte hier wieder einen Zwischenbericht abgeben. Wie hat er sich gemacht? Was macht der Akku? Wie ist die Lebensdauer eines Akkus? Wie sollte man ihn überwintern und brauchen wir noch weitere Geräte oder Werkzeuge für unseren Rasen? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Nach dem Intro geht's los. Wie ihr vielleicht in meinen Videos gesehen habt, haben wir große Eichen und einige anderen große Bäume auf unserem Grundstück stehen, die sehr viele Blätter zum Herbst auf den Rasen fallen lassen. Auch kleine Äste und größere Äste liegen manchmal auf der Rasenfläche. Die Äste, auch die kleinen, sollte man vor dem Mähen grundsätzlich immer entfernen, da diese die Klingen schnell stumpf machen und man muss früher die Messer tauschen. Zu den Messerklingen werde ich am Ende des Videos noch was sagen. Da habe ich sehr gute Klingen gefunden. Die kosten zwar etwas mehr, aber es lohnt sich. Jetzt kommt die Frage auf, brauchen wir neben unserem Works Mähroboter noch weitere Werkzeuge, um unseren Rasen zu pflegen? Ja, das ist immer... Ich hatte ja schon das Mähergebnis in den Videos gezeigt. Und das war, also ich war selbst erstaunt, wie unser Works das gemeistert hat. Bevor man jetzt den Mähroboter den ersten Mähvorgang durchführen lässt, sollte man erst einmal den Rasen kurz mähen oder den Mähroboter auf höchste Stufe stellen. Natürlich nur, wenn der Rasen zu hoch gewachsen ist. Oder man nimmt sich seinen Akkurasenmäher das erste Mal und mäht das erste Mal den kurz. Es kann nämlich sein, dass die Gräser durch die Räder runtergedrückt werden und dann beim nächsten Mähvorgang nicht mitgemäht werden, da die Gräser flach auf dem Rasen liegen. Also ich rate dazu, den Mäher am ersten Tag auf höchste Stufe zu fahren, also fahren zu lassen, wenn der Rasen nicht so hoch ist, und stelle ihn alle zwei Tage eine Stufe weiter runter und lasse ihn dann wieder mähen. Ich habe unseren Works jetzt immer auf Stufe 40 gestellt, da wir einige Lunken haben, und lassen ihn über der Saison auf diese Stufe mähen. Das Gute ist, dass jeder Mähroboter nur millimeterweise den Rasen abmäht und mit den abgemähten Stückchen gleich den Rasen natürlich düngt. So, jetzt kommen wir zur Frage, braucht man noch weiteres Werkzeug für den Rasen? Von mir jetzt ein eindeutiges Jein. Erst einmal, die Äste, die auf den Rasen, also auf der Rasenfläche liegen könnten, muss man seine Hände benutzen und diese aufnehmen. Geht schnell und kostet nichts, dann die Rasenkanten werden durch den Begrenzungsdraht, der vielleicht nicht optimal liegt, etwas eingeschränkt. Jetzt kann man natürlich die Seiten bepflastern, was man hier am Rand gut erkennen kann, wo wir die Steine gelegt haben. Damit haben wir fast einen sauberen Rand hinbekommen. Wie breit sollten die Rasenkantensteine nun sein? Je nach Mährobotermodell und Situation sollten die Rasenkantensteine zwischen 10 bis 22 cm breit sein. Bei Works reichen nach meiner Erfahrung zwischen 10 bis 12 cm aus. Wir haben hier einige Wege, die schon gepflastert sind. Hier habe ich gleich den Begrenzungsdraht weiter an die Steine gelegt, sodass der Mäher mit den Rädern beim Rasenkantenschnitt mit den rechten Rädern auf den Steinen fährt und so dies auch sauber abmäht. Jetzt brauchen wir aber noch etwas gegen die Wildkräuter, wie zum Beispiel den Löwenzahn. Da reicht ein Unkrautstecher vollkommen aus. Der ist günstig und funktioniert sehr gut. Die Löcher macht man einfach mit ein bisschen Mutterboden zu und ein bisschen Rasensaat drauf. Fertig. Dann haben wir noch ein Bosch Elektrorasenmäher, da wir damit sehr gut das Laub aufnehmen können. Was man durch diese ständige Mähen mit dem Rasenroboter sehr gut zurückdrängen kann, sind die Beikräuter im Rasen. Allerdings gibt es Beikräuter, die man nicht so gut entfernen kann.
Das sind meistens die tiefliegenden Beikräuter, die unterhalb der Schnitthöhe des Mähroboters liegen. Diese entfernen aber auch andere Mähroboter nicht. Dann komme ich noch einmal auf den Begrenzungsdraht zu sprechen. Da hatte ich mir selbst einmal so einige Videos angeschaut und viele haben diesen in die Erde eingegraben. Wenn ihr meine Videos der Installation gesehen habt, dann habt ihr ja auch mitbekommen, dass ich den Begrenzungsdraht nicht eingebuddelt habe, sondern ganz einfach auf den Rasen mit dem mitgelieferten Hering befestigt habe. Nach circa 2 Monaten oder meistens sogar schon früher hat man vom Begrenzungsdraht eigentlich nichts mehr gesehen. Da dieser ganz einfach vom Gras überwachsen wurde und ja, wie gesagt, ist danach nicht mehr zu sehen gewesen. Daher kann ich sagen, ich würde es heute auch nicht anders machen. Es kann ja mal sein, dass man den Draht anders verlegen möchte oder muss, weil ein Baum gepflanzt werden soll oder ein Blumenbeet neu gesetzt werden soll. Dann hat man es bedeutend leichter, würde ich mal sagen, den Draht umzusetzen, wobei man aber schon etwas Kraft aufwenden muss, um diesen aus dem Rasen zu bekommen. Aber es geht, ich habe schon probiert. Was mich etwas, aber wirklich nur etwas nervt, ist der Regensensor. Denn wenn Nebel morgens aufgestiegen ist, ist der sehr feucht, dass er angeschlagen hat und dann ja, will der Mähroboter natürlich nicht mähen. Dies kann man aber in der App so einstellen, dass er auch bei Regen mähen soll. Ich weiß, dass man nicht bei Regen mähen sollte, aber wenn es einige Tage nass bleibt, hat man eigentlich gar keine andere Wahl, den Regensensor abzuschalten. Wie sieht es nun mit der Akku-Lebensdauer aus bei einem Mähroboter? Dies ist von zahlreichen Faktoren abhängig. In vielen Works kommen leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz, die bei normaler Nutzung ca. 1000 bis 1500 Zyklen erreichen sollten, ohne dass ein Austausch notwendig wird. In der Regel geht man davon aus, dass ein Akku zwischen 2 und 3 Saisons genutzt werden kann. Nimmt der Akku aber jetzt merklich an Leistung ab, kann dieser natürlich problemlos ausgetauscht werden. Wenn die Saison vorbei ist und man hat seinen Mähroboter gesäubert, sollte der Akku mit einer Kapazität von nicht mehr als 50 und auch nicht unter 20% im Haus gelagert werden. Selbstverständlich sollte man seinen Mähroboter richtig säubern, bevor man diesen in einem etwas gewärmten Raum unterstellt. Die alten Klingen sollten aber vorher abgenommen werden, um in der neuen Saison gleich die neuen Klingen einzusetzen. Dann ist darauf zu achten, dass man auch die neuen Schrauben, die bei den Klingen beigelegt sind, zu nehmen. Denn wenn man die alten Schrauben nimmt, kann es sein, dass sich diese lösen und ihr habt nachher die Klinge oder die Klingen auf den Rasen liegen. Wäre für keinen so angenehm, darauf zu treten und für Kinder absolut gefährlich. Also immer die neuen Schrauben beim Klingentausch benutzen. Ja, ich hatte mir natürlich auch nochmal Gedanken gemacht über die Klingen, ob es nicht bessere Klingen gibt. Und ich glaube, ich habe welche gefunden. Die zeige ich euch gleich mal. Und zwar sind die so ein bisschen gezackt und ja, also die halten ein bisschen länger als wie die ganz normalen. Und wie ich schon gesagt hatte, sind natürlich auch etwas teurer. Warum habe ich jetzt gesagt, den Akku bitte nur auf 50% aufladen? Ganz einfach, auch bei Works steht zwar drin, dass man den Akku bis 100% aufladen soll, bevor man ihn jetzt weglegt über Winter, ist falsch. Macht es bitte nicht so, sondern ladet ihn zwischen 40% und 60% auf. Also so um die 50% würde ich sagen. Das habe ich auch probiert. Das hält er aus bis zum Frühjahr dann wieder. Und dann erhöht ihr sozusagen die Lebensdauer eines Akkus. Ein Akku kann 2 Sachen nicht ab: auf 100% dauerhaft zu stehen oder eine Tiefenentladung kommt, dass der Akku also unter 5% oder 10% ist und dann legt ihr ihn weg. Das ist also überhaupt nicht gut und es kann sein, dass er dann sogar auf 0% geht und damit zerstört ihr euren Akku. Also macht das einfach so, dass ihr sagt, okay, 50% laden, dann rausnehmen und dann einwintern.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Lasst uns Kommentare da. Vielleicht kann man da noch mal wieder was Neues erfahren von euch oder von anderen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und vergesst nicht, unten die Glocke zu klicken. Dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also, tschüss, euer Horst. Und schönen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Horst.